Was geht ab, ihr Geilen? Willkommen zurück zum Filmzitate-Raten. Heute in der Edition wieder mit Peter und Christian, weil die beide einfach mehr wissen als Jonathan und Sebastian. Allgemein, nicht nur was Filme angeht, sondern auch, wie man durchs Leben kommt und sich schöne Frisuren macht. Ja, du hast ja verschiedene Frisuren. Ich hab mir meine Frisur heute nicht gemacht. Damn it! Dieses Timing! Also, machst du dir nicht einfach jeden Morgen die gleiche, Peter? Ja, einfach mir, aufsetzen, ja. Und fertig? Aber ich mache ja auch ganz vielen anderen Peter Leuten. Peter macht noch ganz vielen anderen Leuten, ja. Jeden Morgen mache ich meiner Freundin die Haare. Nee, das ist genau. Wäre mega anstrengend. So, ich glaube, Peter wäre nicht so der Typ, der die Haare von anderen Leuten anfasst. Doch. Echt? So von Fremden würdest du den so durch die Haare wuscheln und so? Ja, Moment, definier Fremde. Ja, ich bin also so quasi Leute. Als Friseur. So Leute kommen zu dir und dann sagst du, yo, ich mach dir jetzt die Haare. Klar, wenn das mein fucking Job ist, würde ich das so machen. Okay. So, lass mal starten, aber ich kann keine Ahnung. Ja, dazu ganz kurz noch. Genau, was ist, wenn das ich ein Job ist? Warum sollte ich dann deren Haare anfassen? Vielleicht wollen die das ja gar nicht. Hey, aber vielleicht willst du das. Ja, aber deswegen kommen die doch zu mir. Nee, so heiß bin ich da jetzt auch wieder nicht drauf, dass ich das so immer zurückhalte. Hast du das schon mal mitbekommen, dass ich dir durch die Haare gegangen bin, Bram? Nee, aber man hat doch gerade gesagt, so heiß bin ich da auch nicht drauf, dass ich das immer zurückhalte. Moment, den Satz mich mal kurz durch den Kopf gelassen. Nee, Moment, so heiß bin ich da jetzt auch nicht drauf, dass ich das normalerweise immer zurückhalten muss, jemandem durch die Haare zu gehen. Ah, okay. Achso, schade, ich dachte, wir hätten einen Haarfetisch entdeckt. Ja, das wäre jetzt, okay, gut. Haben wir da aber Gott sei Dank drüber geredet? Wisst ihr eigentlich, wie Arschloch das immer ist, so, ich muss da gerade dran denken, aber manchmal küsst mich meine Freundin auf die Stirn und geht danach durch deine Haare, dieses, was du mit Lippen ja, ja. machst. Nachdem du die, also was Frauen mit Lippen machen, nachdem die normalerweise dann mit so einem Lippenstift behandelt haben, weißt du, das ja. ist so ein Lippenbefeuchter-Ding, das du dann machst. Die küsst mir manchmal auf die Stirn, einfach nur, um ihre Lippen ein bisschen fettiger zu bekommen. Boah. Das finde ich echt immer ganz schön gemacht. Okay, Mann. What the fuck, Peter? Peter, ist ein das ist Montagmorgen, Alter, gerade für mich, ja. Und ich mach, da kommst du mit sowas, ey. Ja, sorry. Lass doch jetzt mal hier über Filme reden. Ja, ist ja gut. Ja, so ist es. So, also ja, wir haben wieder 15 Filme rausgesucht. Und im Zweifel auch einen Stichfilm, falls zu Gleichstand kommen sollte. Ja, das ist relativ simpel. Boah, Alter, das ist so krass. Und genau, wer zuerst buzzert, der bekommt halt den Shot. Wenn du falsch buzzerst, dann da kriegt der andere die Hälfte der Punkte für die Frage. Ja. What? Und darf selber aber noch antworten. Ja, und für die erste Frage gibt es 10 Punkte. Und die zweite gibt es 20. Genau, er kann quasi das anderthalb. Nee, doch, er kann den anderthalb Wert der Frage schaffen. Ja, genau. Und wenn Christian verkackt, kriege ich schon mal die... Und für die erste Mal gibt es 10, für die zweite 20, für die 30 und so weiter, bis 150 Punkte für die letzte, ja? Jo. So. Fangen wir an. Ich hätte diese verdammten Dinger fast verschluckt. Ich bin kein König. Ich bin Marineoffizier. Das ist das Einzige, was ich kann. Oh, das kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Hier ist Ihr Schilling. Ich verstehe, was Sie mir sagen wollen, Loke. Loke? Er soll sich Schilling? Die verdammten Murmeln selbst in den Mund stecken. Okay, Peter, ich bin doch wieder raus. Der Krieg Schilling in Deutschland wird kommen und wir brauchen einen König, zu dem wir aufblicken können. Das war sehr gut, Bertie. Nur beim V haben sie noch gestottert. Das war Absicht. Ich wollte, dass man mich erkennt. Ist das ein... Ich glaube, das ist irgendein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, doch. Christian? The King's Speech. Das ist The King's Speech. Oh shit, Alter, natürlich. Und den habe ich auch gesehen. Nice. Deswegen halt auch mit... Der war doch vorher bei der Marine. Das war gut. Ah ja. Das war krass. Hardcore! Ich stelle mir Peter immer noch so einen Lippenstift vor, wo man dran dreht, da kommt Peter hochgefahren. Hallo? Kann bitte irgendjemand da draußen animieren? Ja? Und einfach hier unter das Video verlinken. Das wäre schon delicious. Ich glaube, wir können keine Links. Können die, ja, weiß ich nicht. Oder mir bei Twitter schicken. Ja, oder einfach besser. Eine Leerzeile in den Link rein.
Ja. Kommen wir zum Film Nummer 2. Christian führt aktuell. ich war enttäuscht. Ich weiß, dass du enttäuscht warst. Moment, war das Stottern gerade Teil des Satzes? War das Stottern? Genau, das war Teil des Satzes. Also ich war enttäuscht. Ich weiß, dass du enttäuscht warst. Geil. Das ist ein krasser Dialog. Paradoxon! Oder wird aus ihnen ein alter Mann voller Bedauern, der allein auf den Tod wartet? Sie haben mich gebeten, Träume mit ihnen gemeinsam zu erleben. Diese nicht. Das sind meine Träume. Sie haben 2 Minuten Zeit, um ein Labyrinth zu entwerfen, bei dem es 1 Minute dauert, es zu lösen. Christian. Inception. Wie mir der Name nicht eingefallen ist. Das ist Kreiselfilm. Der Kreiselfilm. Der Kreiselfilm ist auch. Inception, Alter, Mann. Ja. Genau, nur generell, ja, wenn wir natürlich irgendwie in der Reihe sind, dann suchen wir beim Filmzitate-Rat natürlich schon den Original, also die richtigen Filme der Reihe und nicht nur die Reihe, wa? Ja, ja. Aber keine Angst, kommt jetzt kein Film in der Reihe. War Inception 1. Ja. Perfekt. Okay, gehen wir weiter zu Film Nummer 3. Ein Date mit dir ist wie eine Runde auf dem Stepmaster. Du verfasst einen abfälligen Scheiß aus einem dunklen Zimmer heraus, denn so machen es die Frustrierten heutzutage. Er ist 25 Minuten zu spät. Er hat Napster erfunden. Da war ja nicht gerade mal ein... Peter? The Social Network. Das ist das soziale Netzwerk, das ist richtig. Woo! Und damit steht es 30 zu 30. Das ist ein tolles Punktesystem. Ich finde das schon cool. Ist schon nice. Ist schon nice. Ja. Kommen wir zu Film Nummer 4 und ich muss unbedingt ein kleines Stück trinken. Weil meine Kehle echt so trocken ist wie die Wüste. Du könntest auch einfach kurz in Peter reinbeißen. Ja, weil aber das ist schon einfach juicy ist. Kann man seine Throat nicht auch richtig geil abfetten, indem man einfach so ein Stück Butter lutscht? Das würde natürlich auch gehen. Vielleicht. So. Film Nummer 4. Der letzte Informant hat sich in den Schädel geschossen, als er in einer Bar russisch Roulette gespielt hat. Das Malen ist entscheidend. Entschuldigung, nochmal. Das Malen ist entscheidend, Sergeant. Darf nicht zu fein, nicht zu grob sein. Das hier ist nicht der Irak. Das ist wesentlich komplizierter. Colonel, die schießen auf uns. Colonel, die schießen auf uns. Dann schießen sie zurück. Fuck, wie heißt denn dieser Film noch? Grimsey, wie immer hast du alles im Griff. Hey, heute beginnt eine neue Woche. Es ist Montag. Hören Sie, wir haben da in ein Hornissennest gestochen. Wir kämpfen gegen die ganze Stadt. Christian. Das mit dem, da schießen sie zurück, ist das Saving Private Ryan? Nein, das ist nicht Saving Private Ryan, das wäre gewesen Black Hawk Down. Ach, oh, ja. Scheiße, ich dachte, ich darf doch was sagen, Alter. Ja, jetzt habe ich die Punkte weggenommen, aber da hast du jetzt verkackt. What the fuck, ihr alles? Rackt hier wieder. Aber du bekommst immerhin die 20 Punkte, von Peter. Der Frage. Scheiße, Black Hawk Down. Alter, so wie Bram die Sachen vorgelesen hat, dachte ich, die ganze Zeit wäre eine Komödie gewesen. Aber ich hätte eh nicht gewusst, von daher scheißegal. Ja, war ein lustiger Film, muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich gerade getrunken, Bram. Okay. Wir gehen weiter, ja? Jo. Der Penner hat ihr die Strähnchen aus dem Haaren geschlagen. Du bist zu gut für ihn. Lauf. Du hast gerade Sahne getrunken, Baby. Jetzt kommt ein längerer. Deine Haare. Wusstest du das nicht? Todd ist Veganer. Veganer? Das ist nicht wirklich beeindruckend. Wem sagst du das? Jeder kann Veganer sein.
Lack, du Vegetarier vielleicht. Ovo was? Ich verzehre weder Fleisch, noch tierische Muttermilch, noch Eier von irgendeiner Kreatur, die ein Gesicht hat. Kurz gefasst, vegan zu sein, macht mich einfach zu einem besseren Menschen. Peter. Scott Pilgrim vs. The World. Das ist richtig. Woo! Das correcto mundo. Okay, ich nicht mal. Das ist cool. Das ist quasi ein Anime-Film in echt verfilmt. Vor allen Dingen ist der von dem Regisseur, der auch die Shaun of the Dead und so gemacht hat. Ah, die Cornetto-Trilogie oder was? Genau. Okay, kommen wir zur Nummer 6. Ich meine, wenn ich... Achso. Sorry. Ich dachte, das Räuspern wäre das erste Zitat gewesen. Au, das war Forrest Gump. Zitat Nummer 1. Ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow. Alright. Auf den müssen Sie aufpassen. Ist ein ganz übler Kerl. Auch wenn er dem Pater in den Arsch gekrochen ist und in der Bibel liest. Auge um Auge. Wenn dich jemand schlägt, schlägst du doch zurück. Bettwärts ist das Beste jetzt, right? Beim verlassenen Spielecasino stießen wir plötzlich auf Billy Boy und seine vier Drukes. Sie wollten gerade mal wieder das alte Rein-Raus-Spiel an einem hysterisch kreischenden jungen Devotschka praktizieren. Als wir am künstlichen See unseres Wohnblocks vorbeigingen, war ich äußerlich ganz ruhig, aber in mir brodelte es. Jetzt war es also Georgie, der General bestimmte, was wir machen sollten und was nicht, und dem folgte ihm als hirnloser, grinsender Wachhund. Aber dann kam die Erleuchtung, plötzlich begriff ich, dass das Denken nur was für Bekloppte ist und dass Leute mit Grips sowas wie Inspirationen haben oder was Smokey ihnen eingibt. Die allerherrlichste Musik kam mir zu Hilfe. Denn irgendwo stand ein Fenster offen mit einem Stereo an. Und da checkte ich genau, was zu tun war. Das nächste. Das ist auch wieder etwas länger. Am nächsten Tag, oh meine Brüder, habe ich mich wirklich bemüht. Morgens und am Nachmittag. Hab alles getan, was sie wollten. Und saß da in meinem Folterstuhl wie ein richtig Horrorshow-guter Malchik. Während sie grässliche Ausschnitte von der alten Brutala über den Screen schickten. Der Ton war allerdings nicht so, meine Brüder. Man hörte nur Musik. Doch dann merkte ich, in all meiner Qual und trotz der Übelkeit, was das für Musik war, die da so dröhnte und toste. Es war Ludwig van 9. Symphonie, 4. Satz. Okay, ich glaube, den Film kenne ich nicht. Den kennst du. Okay. Das hier bin ich, Alex und meine drei Drukes, Peter, Georgie und Dim. Wir hockten in der Corvar-Milchbar und überlegten uns, was wir mit diesem Abend anfangen sollten. In der Korova-Milchbar konnte man Milch Plus kriegen. Milch Plus Veloset oder, oh Gott, Syntemesek oder Drenkrom. Und das trinken wir. Das heizt einen an und ist genau richtig, wenn man Bock hat auf ein wenig Ultra-Brutale. Nächstes. Der Durango 95 schnurrte nur so los. Richtig Horrorschau und ein warmer Vibrato verbreitete sich in unserem Bauch. Und bald, meine Brüder, gab es überhaupt nur noch Bäume und Dunkelheit, die im Schwarz der Landesnacht zusammenflossen. Was haben die denn laufen von Horrorshow? Ich finde das auch total verwirrend. Ja. Das mit der Milchbar, das kenne ich, aber den ganzen Rest, das sagt mir nichts. Du bist jetzt ein Mörder, kleiner Alex. Ein Mörder. Das ist nicht wahr, Sir. Es war doch nur ein kleiner Tollschock. Sie hat noch geatmet. Ich schwöre es. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Dein Opfer ist tot. Sie wollen mir nur Angst machen. Das stimmt doch nicht. Ist das eine neue Form von Polizeiverhör? Von Folter? Es wird deine eigene Folter sein. Ich hoffe zu Gott, sie wird dich in den Wahnsinn treiben. Okay, einen machen wir noch und dann schließen wir im Zweifel die Frage. Welchen können wir denn nehmen, damit ihr euch so in die richtige Richtung bringen könnte? Puh. Okay. Der erste, also ist auch wieder ein längeres noch.
Der erste Film war richtig gut. Ein gekonnter Streifen wie aus Hollywood. Der Ton war richtig Horrorschau. Das Geschrei und Gejammere konnte man hören, als ob man dabei wäre. Gleichzeitig auch das Keuchen des Malchiks, die da jemanden toll schockten. Und dann, stellt euch vor, fing auch schon unser lieber alter Freund, der rote, rote Vino, zu fließen an. Wie vom Fass. Der gleiche auf der ganzen Welt, als würde er von einer einzigen Riesenfirma überall hingeliefert. Es war hinreißend. Komisch, dass die Farben der wirklichen Welt erst wirklich echt aussehen, wenn man sie auf einem Screen sieht. Okay, bitte erlöse uns. Ich schließe die Frage, das war Clockwork Orange. Habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Einmal erst gesehen. Krass, ich dachte, ich hätte den damals gesehen, du sagtest mir, du hast ihn auch gesehen. Nope. Clockwork Orange habe ich noch nicht gesehen, ne. Ja, der war auf jeden Fall. Der Regisseur, wie heißt denn der nochmal? Stanley Kubrick. Ja, genau, Stanley Kubrick. Der gilt ja auch in der Filmbranche als so ein Genie, weißt du? Aber ich kann halt mit seinen Filmen einfach nichts anfangen. Der macht halt Artfilme. Also genau, also Clockwork Orange habe ich auch einmal gesehen. Ich glaube, in der Uni haben wir den da irgendwie geguckt. Da lief der auch auf Englisch. Ich fand den schrecklich. Also richtig schrecklich. Okay. Genau wie Space Odyssey. Den fand ich schrecklich. Den haben wir zusammen geguckt, wie wir laufend gespult haben. Das darfst du doch niemandem erzählen. Ein Krimi ist verfolgt. Okay, wir gehen zur Nummer 7. Weil wie ist denn der Zwischenstand? Der Zwischenstand ist 130 für Peter, 30 für Chris aktuell. Und die nächste Frage bringt 70 Punkte. 130. Okay. Ja, die nächste Frage bringt 70 Punkte. Du gibst mir nie, was mir wirklich was bedeutet. Du gibst mir nie etwas, worüber ich mich wirklich freuen muss. Nächstes Zitat. Alles, was er vom Leben wollte, war Liebe. Das Alter, tja, das Alter. Das ist die einzige Krankheit, Mr. Thompson, gegen die man im Leben nicht rechtzeitig vorbeugt. Das ist ein Spiel, das du nur akzeptierst, wenn es nach deinen Regeln gespielt wird. Der Chronicle hat eine dreispaltige Schlagzeile. Warum haben wir nicht auch eine dreispaltige Schlagzeile? Weil die Nachricht nicht groß genug war. Eine größere Schlagzeile macht auch die Nachricht größer. Das ist meine Absicht. Der silberne Löffel steckt mir schon immer quer im Hals. Die Erinnerung, der größte Fluch der Menschheit. Du hättest keinen Zeitungsfritzen heiraten sollen. Sie sind schlimmer als Seeleute. Er war ein Mann, der hätte Präsident sein können. Er war beliebt und verhasst wie kein anderer Mann in unserer Zeit überhaupt. Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der entscheidet, was ich zu tun und gedenke. Und das bin ich. Oh, fuck. Es ist keine Kunst, viel Geld zu machen, wenn sie keine anderen Wünsche haben, als viel Geld zu machen. Hallo Jebediah. Hallo Charlie, du redest mit mir. Sicher reden wir miteinander. Du bist gefeuert. Ich kann mich effektiv noch an alle Einzelheiten erinnern, junger Mann. Der größte Fluch, mit dem die Menschheit meiner Ansicht nach jemand belastet wurde, ist dein Erinnerungsvermögen. Ich weiß nicht, wie man in der Zeitung macht, Mr. Thatcher. Ich experimentiere noch. Und der letzten. Ich will den New York Inquirer für New York so unentbehrlich machen, wie das Gas für diese Lampen. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass ich ihn gesehen habe. Klingt ja wie irgendein Journalistenfilm und ich mag Journalistenfilme eigentlich. Ich schließe aber die Frage hiermit und es wäre gewesen Citizen Kane. Damn it. Ich hatte sogar Citizen Kane im Kopf, aber ich dachte, nein, dafür müssten noch hier Rosebud müsste dafür eigentlich kommen. Aber Rosebud hätte alles erklärt. Das glaube ich nicht, Mr. Kane. Bekam alles. Hätte ich auch noch gehabt als Zitat. Ja. Das ist das Bekannteste eigentlich, ja. Rosebud. Gut.
gehen wir weiter zur Nummer 8, für die es 80 Punkte gibt. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, ich zitiere nur. Denn Dope ist für Nigger. Oh mein Gott. Die Menschen sehen mich an und sehen meinen Bruder. Derek sagte immer, es ist gut, mit einem Zitat abzuschließen. Denn wenn jemand anderes es schon am besten formuliert hat und man es selber nicht besser kann, dann schiebt man es eben von ihm und verschafft sich einen starken Abgang. Alle Probleme hier gehen doch auf die Rassenfrage zurück. Nicht nur Verbrechen, Arbeitslosigkeit, AIDS, Einwandererschwemme. Das sind die Probleme der schwarzen Bevölkerung, der hispanischen Bevölkerung, der asiatischen Bevölkerung. Das sind keine weißen Probleme. An dieser Stelle musste ich wohl... Fuck you! Ich tippe jetzt einfach mal American History X. Ja, so hieß das American der. History X. Yes! Bin ich auf den Namen gekommen. Scheiße. Wunderbärchen. Na, Edward Norton war schon ein guter Schauspieler. War ein guter Film, definitiv. War schon krass. Die eine Szene mit den Zähnen ist immer noch die krasseste. Die an der Bordsteinkante ist, ja. Yep. Die ist halt... Holy moly, okay. Yep. Wir gehen zum Film Nummer 9. Der Tod von Millionen zur Rettung von Milliarden. Die Existenz des Lebens ist ein höchst überbewertetes Phänomen. Der Kongress arbeitet auf Hochtouren an einem Gesetz, mit dem sie uns verbieten wollen. Unsere Tage sind gezählt. Bis dahin tun wir, was du immer sagst. Als einziges... Peter? Oh Gott. Watchmen? Das ist richtig. Das sind Watchmen. Die Wächter. Who watches the Watchmen? Kommen wir zur Frage 10 und der ersten Frage, die 100 Punkte gibt. Krass, Dennis. Ja, ich weiß. Mach gerne. Boah, 100 Punkte. Fangen wir an. Alles muss sauber und penibel durchgeführt werden. Also, welches Gebäude? Was? Nein, nein, mein Freund. Berlioz war ein Komponist und Kunstkritiker des 19. Jahrhunderts, lange bevor er ein Stadtviertel wurde. Was? Wo ein Stadtviertel? Berlioz. Was? Bei persönlicher Einschätzung haben sie nur ein Wort aufgeschrieben. Pragmatisch. Warum bist du's? Bei dem, was sie hier gearbeitet haben, haben sie sich ihr Arbeitslosengeld mehr als verdient. Beim nächsten Brief schreiben sie, Schlussfrage, wie viel wiegst du so? Beruhigen Sie mich, Driss, und sagen Sie mir, dass Sie lesen können. Brieffreundschaften? Mit wem denn? Im Allgemeinen Frauen. Jetzt ohne Scheiß? Mit wem denn? Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verkauft es für 30.000 Euro. Danke für das Gespräch und wohlbekommst. Das heißt, wenn ihre Ohren rot sind, sind sie erregt? Das ist der Nachbar. Der packt das ständig. Das wird sich gleich ändern. Peter, ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Haben wir noch einen, der richtig so... aufs Maul sein könnte. Nehmen wir den. Der Rollstuhl fällt gar nicht auf. Das sind orthopädische Strümpfe. Wenn ich die nicht anziehe, zirkuliert das Blut schlecht und dann werde ich vielleicht ohnmächtig. Haben wir noch ein letztes. Mit den Medikamenten werden die mich durchbringen, bis ich 70 bin. Das ist zwar alles sehr teuer, aber ich bin auch ein sehr reicher Querschnittsgelähmter. Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2,
1. Frage geschlossen und es wäre ziemlich beste Freunde gewesen. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ja, habe ich gesehen. Ja. Gehen wir weiter. Habe ich natürlich auf Französisch geguckt, deswegen keine Ahnung. Nein, Quatsch. Das übliche, wie das bei dir so läuft, wa? Ja. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. Wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Beschreiben Sie nun in einzelnen Worten alle positiven Dinge, die Ihnen in den Sinn kommen, über Ihre Mutter. Meine Mutter? Ja, ich erzähl Ihnen was von meiner Mutter. Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt eben nur halb so lang. Und du hast für kurze Zeit unglaublich hell gebrannt, Roy. Das war irrational, ganz abgesehen davon, dass es unsportlich war. Eine beachtliche Erfahrung, in Furcht leben zu müssen. So ist es, wenn man ein Sklave ist. Er sagt, sie verhaften Mr. Derrick. Sag ihm, ich bin beim Essen. Ich habe Dinge gesehen, die ein Mensch niemals glauben würde. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd, im Dunkeln, nahe des Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein, in der Zeit, sowie Tränen im Regen. Ich mache meine Freunde selbst. Meine Freunde sind Spielzeuge. Ist das ein Test, ob ich ein Replikant bin oder eine Lesbierin? Mr. Deckard, Entschuldigung. Das ist schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Kann der Schöpfer das reparieren, was er geschaffen hat? Milch und Kekse haben dich wachgehalten. Mögen sie unsere Eule? Oh, scheiße, Alter. Nicht sehr sportlich, auf einen unbewaffneten Gegner zu schießen. Nichts ist schlimmer, als eine juckende Stelle zu haben, die man nicht kratzen kann. Replikanten sind wie jede andere Maschine. Sie können einen Nutzen oder eine Gefahr darstellen. Wenn sie einem nutzen, ist das nicht mein Problem. Sushi. So hat mich meine Ex-Frau immer genannt. Kalter Fisch. Alter, ich hab den Film, glaube ich, vor Augen, aber ich komme nicht. Wach auf, Zeit zu sterben. Also mir fällt nur ein Film dabei ein, aber den bin ich falsch, sagt Peter. Wenn du mit deinen Augen sehen könntest, was ich gesehen habe, mit deinen Augen. Ich weiß nicht, ob du an den gleichen denkst wie ich, aber... wahrscheinlich nicht. Es ist ein bekannter Film, ich glaube. Ich denke an den mit Harrison Ford. Ja, ich glaube, der ist es. Okay. Christian? Blade Runner 2049? Das war, um genau zu sein, der Film mit Harrison Ford, Blade Runner, in der Director's Cut Edition, ja. Genau, Christian, das, okay, ja, lass ich immer durchgehen, wa? Ja. Okay. Lass mir das durchgehen, ich guck nochmal ganz kurz, Blade Runner. Christian hat den Nachfolger genannt, das ist schon okay. Das ist der zweite gewesen, achso, dann war der erste, der mit. Okay, das ist okay, sagt Peter, damit bekommst du die Punkte. 110 Punkte für dich, Christian. Nein, Schlag hier, weißt du, Paar. Blade Runner ist mir nicht eingefallen, Alter. Ich bin auch nur drauf gekommen wegen Replikant und Derek. Ich habe den nämlich einmal gesehen und fand den auch scheiße. Aber ich glaube, da war ich noch zu jung. Ich muss mir den nochmal angucken. Ich fand den echt cool. Das Problem ist, ich gucke zu viele Filme auf Englisch. Ja, deswegen muss man sich da immer an so Namen auch langhangeln. Sowas wie Derek und Replikant ist da echt hilfreich. Replikant, der geile Name, Junge. Der geile Replikant. Könnte auch ein Porno sein. Alter, was geht denn heute, ey? Neuer Film, neues Glück. Und was heißt Liebe rückwärts buchstabiert? Leck mich am Arsch. Als Hirte erlaube mir zu dienen, mein Vater dir. Christian. Ist das nicht der blutige Pfad Gottes? Das ist der blutige Pfad Gottes. Das ging schnell. Leck mich im Arsch. Ja, die sagen doch immer hier, jedes Mal, wenn die einen abknallen, erzählen die das doch. Frage 13. Für die gibt's 130 Punkte. Krass, Bram, 130 Punkte? Bram knallt heute richtig raus, ey. Ja, heute mach ich die Gönnung.
Ach, Trottel, hätte mir in den Kopf schießen sollen, so sicher gleich das ganze Magazin. Sowas Bescheuertes. Jeder weiß, was jetzt kommt. Aber die ziehen das durch und retten mich. Was für eine Zeitverschwendung. 8 Jahre vergehen. Dann, an einem Donnerstag, Peter. Sin City? Das ist Sin City. Ja, stimmt. Sin City. Dann Peter. An einem Donnerstag, Peter, klickt auf Pass. Vorletzte Frage, steht 430 zu 260 Punkte. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir das so Tutti-Futti-like, weißt du? Da gibt es 35.000 Punkte für jede Frage. Okay. Wie gesagt, nächster Film kommt jetzt. Der nächste Schuss geht nicht daneben. Aber was, wenn der Premier es herausfindet? Dann sind wir am Arsch. Weitermachen. Agent getroffen. 007, was soll das werden? Sie entführen mich. Peter? Ich glaube, das ist Skyfall. Das ist Skyfall. Ja! Jetzt hört. Krass. Ja, das ist ganz schön, wenn man die da in die Kirche mitnimmt, oder was? War das Skyfall? Ja, genau. Ah. Und da wurde auch diesen Hispanic-Gegner hattest, der dann auf die Frau schießt. Hector? ich weiß nicht. Nachdem der James Bond so angemacht hat und so. Skyfall ist der beste, finde ich immer noch mit dem aktuellen Bond. Ja, das war schon krass. Achso, mit dem Schauspieler. Okay. Machen wir den letzten. Das ganze Gebäude muss evakuiert werden. Alle zum Parkplatz. Bist du wach? Das Leben wird viel komplizierter, wenn man Kinder hat. Das war alles? Das klang irgendwie so, als hätte ihm viel mehr nicht gefallen. Dawn Martin hätte ich auch drauf. Ich frag mich nur, wann ich endlich einen korrekten Whisky kriege. Ich muss euch noch was sagen. Ist euch Darmspülung ein Begriff? Absolut genial. Schwört, dass es auch mal macht. Ja, Darmspülung ist in. Habe ich mir letzte Woche erst gegönnt. Es war super. Das spült dir nebenbei alle Giftstoffe aus dem Körper. Du bist danach voll entschlackt. Ich weiß nicht weiter. Wird das Leben einfacher? Nein. Doch. Es wird einfacher. Ach ja, das sagt der Richtige. Danke. Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man an sich ran. John, du bist mein Lieblingsfotograf. Nein, im Ernst, nur du darfst mich fotografieren. Lass uns nie wieder hierher kommen. Es würde nie wieder so lustig werden. Bob sagt, also dann wolltest du mir nicht eine gute Leise wünschen oder so? Charlotte antwortet darauf, ja, das wollte ich. Okay, mach's gut. Bob sagt, ja, du auch. Zweimal? Das sieht doch alles gleich aus, bitte. Jetzt kommt das Megazitat. Verbindlichsten Dank. Der furchtbarste Tag ist derjenige, an dem das erste Kind geboren wird. Ja, und das sagt einem keiner? Nichts ist wie früher, denn dein bisheriges Leben ist vorbei. Unwiederbringlich. Aber dann lernen sie laufen und sprechen. Und, ach, man will bei ihnen sein. Denn diese kleinen Menschen sind das entzückendste, liebevollste, was einem je im Leben begegnet ist. Das klingt schön. Schon lange verheiratet? Danke, ja. 2 Jahre. Ich endlose 25. Und das klingt wie ein Film, den ich nicht gucken will. Und was haben Sie studiert? Philosophie. Ah, das ist ein guter Brieftaschenfüller. Ha, ja, mag sein. Aber bisher leider noch nicht. Ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Und dann machen wir den letzten. Als ich dich das erste Mal gesehen habe,
hattest du in der Bar ein Smoking an. Ziemlich elegant hast du ausgesehen. Vor allem mit der Wimperntusche. Hä? Aber zum ersten Mal haben wir uns im Anzug gesehen? Wirklich? Weißt du es nicht mehr? Immer sahst du aus wie all die anderen. Haha, hatte ich einen bösen Blick drauf? Nein, du hast mich angelächelt. Ehrlich? Ja, muss ein Versehen gewesen sein, denn so hast du nie wieder gelächelt. Nur dieses eine Mal. Genau so, nur breiter. Noch breiter? Ja, vielleicht. Nicht ganz so breit. Damit schließe ich den Film und es wäre Lost in Translation gewesen. Dammit. War doch ein Film, den ich mag. Es tut mir leid, aber damit ist der Endpunkt gestanden. Peter hat 570 Punkte. Voll krass. Und Christian hat 260. Nicht schlecht. Ram, ich finde, du solltest mal einen Oscar bekommen für deine geilen Vorträge-Skills hier bei den Zitate vorlesen. Ey, du musst es halt neutral machen. Ja, weil, pass auf, also, du, pass auf. Ja, aber so kommst du ja nie da drauf, wenn das so, ich denke jedes Mal, boah, das ist bestimmt voll der deprimierende Film, weißt du. Und dann ist das eigentlich eine Komödie. Ich weiß nicht, da habe ich schon ein paar Folgen Filmzitate. Ich mache es ja eigentlich immer so. Ja, das stimmt. Das ist immer wieder heiter. Ja, ja. So, wenn es euch gefallen hat, lasst auch dieses Mal wieder einen Daumen da. Ja, es wäre cool, wenn ihr da jetzt drauf drücken würdet. Und anschließend steht es euch frei, euch in YouTube rumzutreiben und ein anderes Video von Pizza mit anzugucken. Wie nett. Ja, so bin ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü. Tschüss.